Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das Spitzenspiel des 17. Spieltages der zweiten Handball-Bundesliga fand in der Kamperhalle in Minden statt. Der Viertplatzierte der EAV Aue war zu Gast beim Liga-Primus bei GWD Minden. Für die Grün-Weißen ja ein ganz wichtiger Doppelspieltag, denn am Sonntag, da geht's nach Erlangen zum Tabellenzweiten. Aber hier nun erstmal Aue die Aufgabe. Dalibor Doda mit dem Treffer zum 3:2 für GWD. Die Hausherren danach mit der Möglichkeit auf 2 Tore zu erhöhen. Aber die Gäste, die haben aufgepasst und konnten zum 3:3 ausgleichen. Sebastian Paraschiv. 2000 Zuschauer sahen in der Anfangsphase die erwartet enge Begegnung. Dann aber sogar das 6:7 die Führung für die Gäste aus Aue. Jan Veit mit dem Treffer. Beim Stand von 8:7 für Minden nahm Gästetrainer Runa Sigtrygsson die Auszeit für sein Team. Der wollte noch mehr, dann aber Minden mit dem Treffer zum 9:7 durch Dalibor Doda nach 15 Minuten. Sebastian Paraschiv dann mit der Möglichkeit per 7 Meter den Anschlusstreffer zu erzielen, aber das vereitelt Kim Sonne Hansen im Tor der Gastgeber. Die waren nun Mitte des ersten Durchgangs eindeutig am Drücker. Das hätte einen schönen Treffer geben können für Christopher Rambo. Stattdessen gab es 7 Meter. Alexander Svitlica vollendet 11:7. Beim Stand von 12:9 die Gäste mit der Möglichkeit zu verkürzen. Das gelingt nicht. Stattdessen erneut Alexander Svitlica 13:9. Svitlica erzielte heute insgesamt 10 Treffer, war damit erfolgreichster Torschütze. Mit einem verdienten 16:11 für Dankersen ging es in die Kabine. Nach der Halbzeit dann der erste Treffer erneut für die Grün-Weißen. Nenad Bilbija 17:11. Was war mit den Gästen, dem Tabellenvierten, los? Die drohten nun den Anschluss zu verlieren, kamen dann aber doch wieder etwas näher ran. Jan Amegi verkürzt auf 20:15. Dann die Chance für die Roten, noch näher ranzukommen. Aber Christopher Rambo, der hat aufgepasst und das Ganze in doppelter Unterzahl. Und da nimmt sich der Norweger auch vorne den Ball. Erhöht auf 21:15. Wieder Christopher Rambo mit dem 23:16. Mitte des zweiten Durchgangs war die Angelegenheit an und für sich gegessen. Es ging nur noch um die Höhe des Sieges für Minden. Joachim Larsson erhöht auf 29:20. Im zweiten Durchgang stand Gary Eilers zwischen den Pfosten bei den Gastgebern und der machte seine Sache ebenso gut wie Kim Sonne Hansen. Und so war der Boden bereitet für die 10-Tore-Führung. Erneut die Grün-Weißen in Unterzahl. Christopher Rambo mit dem 30:20. Die Zuschauer sahen ein begeisterndes Spiel ihrer Mannschaft. Immerhin 2000 Zuschauer, da kann man nicht viel sagen. Allerdings passen hier mehr als doppelt so viele in die Halle und vielleicht sollte sich auch so langsam rumgesprochen haben, dass diese Mannschaft so gut wie nie verliert. Also da könnten nächstes Mal ruhig einige mehr kommen. Am Ende untermauerte der Spitzenreiter seine Stellung mit einem 34:26 Sieg. Aue bleibt nach dieser Begegnung auf Platz 4. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.